Alexander Busch ist Doktorand an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er forscht im Bereich Strukturoptimierung von Kunststoffteilen. Er untersucht die Stabilität von Kunststoffprodukten wie Flaschen oder Kanister. Ziel ist es, im Rahmen einer Optimierung Parameter zu finden, mit denen möglichst ressourcenschonend hergestellt werden kann. Bisher waren solche Doktorarbeiten nur in Kooperation mit einer Universität möglich. Alexander Busch ist einer der ersten Doktoranden, der nun direkt an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften promovieren kann. Ich persönlich finde es ganz toll, dass man promovieren kann in einer Hochschule, die man bereits kennt, ohne dass man sich einen externen Betreuer suchen muss von einer Uni und den überzeugen muss, dass das Thema überhaupt promotionswürdig ist, sondern dass das alles hier irgendwie im Haus mit den Professoren, mit den Mitarbeitern, die man bereits kennt, seit Jahren ablaufen kann. Für die Forschungsarbeit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bedeutet die Verleihung des Promotionsrechts über das Promotionskolleg NRW eine Anerkennung der angewandten wissenschaftlichen Arbeit. Für Hochschulpräsident Hartmut Ihne ein Qualitäts- und Gütesiegel. Die Verleihung eines eigenständigen Promotionsrechts ist ein ganz besonderer, wichtiger Schritt in der Hochschulgeschichte Nordrhein-Westfalens. Wir haben lange dafür gekämpft und in dem Moment, in dem die Hochschulen für angewandte Wissenschaften eigenständig promovieren können, wächst ihre Attraktivität für Studierende, für wissenschaftliche MitarbeiterInnen, für Professuren, aber auch für Partner aus wissenschaftlichen Einrichtungen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir gehen in eine neue Zukunft, eine neue Zeit. Und man sollte auch nicht verhehlen, dass es auch eine Frage der Ressourcen ist. Wir haben Zugänge als promotionsbefähigte Einrichtung zu Forschungsfördertöpfen, die uns bisher verschlossen waren. Bis heute sind an der HBRS 57 erfolgreich abgeschlossene Promotionsprojekte betreut worden. Den Doktortitel verlieh im Rahmen einer solchen kooperativen Promotion eine Partneruniversität mit Promotionsrecht. Für die rund 100 aktuellen Doktoranden und künftigen Generationen eröffnen sich nun bessere Möglichkeiten, so der Leiter des Graduierteninstituts, Professor Rainer Herpers. Das hat ganz klare Vorteile für unsere jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil der Abstimmungsbedarf, der in der Vergangenheit im Rahmen von kooperativen Promotionen durchaus vorhanden war, jetzt reduziert und minimiert werden kann. Alexander Busch möchte in 3 Jahren seinen Doktor in der Tasche haben. Er wird dazu beitragen, dass Verpackungen ressourcenschonender hergestellt werden können. Er will Studierende ermuntern, ihren Doktortitel an der HBRS zu erwerben. Die Betreuung ist gut, also ich kann für Fragen bei den Betreuern, bei den Professoren, bei den Mitarbeitern klopfen und schnell eine Frage klären. Das ist recht kollegial, das geht normalerweise auch alles sehr spontan. Ich muss nicht irgendwie kompliziert Termine buchen über irgendeine Plattform, um dann in 2 Wochen eine Sprechstunde oder sowas zu bekommen. Das ist hier nicht so.